Ich weiß nicht, ob Ton da ist, Maria. Kann man mich hören? Ich habe schon Ton, ich wollte nur die Karamelle mal ein bisschen, So. Ja. mitwirken lassen. Rosmarie, ich habe dich gehört, aber Margot von der Margrethe hatte ich noch nichts gehört. Ja, die hat ja auch noch nichts gesagt. Okay, ach so, danke. Nein, nein, ich habe nur meinen noch nicht eingeschalten gehabt, weil ihr mal nur euch zeigen wollt, unser Pferd. Und wir eine kleine Vorführung machen werden, auch mit Karamell. Was wir so machen in dem Kurs. Also einmal herzlich willkommen alle zu unserem Conscious Horse, Conscious Rider Intro. Und was ist überhaupt Conscious Horse, Conscious Rider? Ne? Bewusster Reiter, bewusstes Pferd. Und eigentlich der Karamell soll es heißen, dummer Reiter, bewusstes Pferd. Das wäre viel gescheiter. Seitdem sie nämlich, da steht bei der Monika jetzt, da ist die Monika. Seitdem ist mit ihr zu arbeiten, ja, ganz, ups, den Computer muss ich noch halten, ist mit ihr zu arbeiten wie mit einem Glöckchen. Ja, ich muss gut machen. Ja, da ist ja sicher. Ja, sicher. Ja. Also das ist, wenn man mit einem Pferd ein bisschen was verändert, wo Pferde ja gehalten werden, wie ihr wisst, in ganz lustigen Verhältnissen. Und das ist zum Beispiel, was die Monika euch jetzt zeigt, das machen wir schon. Jetzt hört man dich nicht, Margarete, gerade. Jetzt wieder? Ja, jetzt wieder. Ja. Was du eben gesagt hast, war nicht zu hören. Also die Monika macht gerade MTVSS an der Karamell. Und ich glaube, das wollt ihr gar nicht. Und MTVSS ist einer der Prozesse, die wir auch im Foundation haben. Und die Prozesse, muss ich sagen, werden ganz anders erklärt wie im Foundation. Einfach auf, oh, schaut mal. Und der Prozess läuft natürlich nicht nur an ihr, sondern auch an der Monika, beziehungsweise auch an mir. Ja? Und sie war ja in einem Schulbetrieb. Also Schulbetrieb ist übertrieben, aber doch. Und wir haben da ein bisschen viel verändert. Und das ist auch, was man daher ist der Conscious Horse, Conscious Rider Kurs ist einfach für Leute, ob die jetzt schon viel geritten sind, Angst haben vor Pferden oder glauben, sie wissen schon alles. Man kann immer noch was ganz anderes machen. Und ja. Ich glaube, es hört es gerade nicht, aber sie hat gerade so ein bisschen abgeschnaubt. Und auch dann das Maul zu sehen, nicht? Das hat sie nur fliegt. Und jetzt kaut sie. Und das ist dann, da merkt man dann, dass das Pferd irgendwas loslässt, was es auch immer ist. Und ich komme ja auch gerade vom sagst du, die Entity Facilitator. Wo Shannon O'Hara, die den Talk to the Entity Facilitator oder überhaupt den Talk to the Entity ins Leben gerufen hat, gesagt hat, Conscious Horse, Conscious Rider Kurse zu facilitieren, ohne mit Wesenheiten zu sprechen, ist irgendwie ein bisschen schwierig, weil wir haben, die Monika war dabei, im letzten Conscious Horse, Conscious Rider Kurs hatten wir ein Portal und die Monika ist so zurückgegangen und sie hat mir gesagt, ich muss sie jetzt auffangen. Als ob sie in ein Loch reinfallen wird. Und also auch die Ställe werden absolut geklärt. Ja. Und bei uns rennt andauernd Abuse und die Reinigung.
Genau, und wir machen auch dieses Häuserklären, also in unserem Stall da, Häuserklären und Abuse Hold mit den Pferden. Das Love Monica lädt zwischendurch immer nur das Handy auf und dann läuft es weiter. Und was ist in vielen Stellen auch schon alles passiert? Ne, ob sie jetzt jemand erhängt hat, da haben wir da jemanden rausgeklärt oder was auch immer, ob es jetzt. Die bösen Energien der Reiterinnen. Ja, die bösen Energien der Reiter. Und wie viele Reiter wir schon runtergeholt haben vom Pferden. Schaut mal. Wo wir in Kriegen irgendwann selbst einmal auf Pferden gesessen sind und den Pferden verholfen haben oder nicht verholfen haben, zum am Leben bleiben. Also auch viele solche Sachen machen wir in dem Kurs. Und ganz eine tolle Übung, die wir machen, ist diese Vertrauensübung. Die muss niemand machen, kann man aber machen. Das heißt, man setzt sich aufs Pferd und legt sich dann zurück oder man sitzt nur dort oder macht nur Körperprozesse. Niemand muss irgendwas machen. Und da haben wir noch einen schönen Herrn, der auch viel zum Loslassen hat. Wenn wir auch immer dran arbeiten an ihm. Ja. Ja. Und das ist das, was wir mit diesen Tieren von ihnen lernen können, das Tieren zeigen. Also allein, wenn wir einen Gedanken im Kopf haben, dann machen die das sofort. Und sind plötzlich unreitbar. Ne? Das hat immer geheißen, die Karamelle wäre unreitbar. Oder immer wieder. Und dann ist sie natürlich auch unreitbar, weil sie das wahrnimmt. Mal was los hier. Und er lässt gern mit los. Ja. Also wenn man einem Pferdpfad, ja, am Pfad eines Pferdes arbeitet, lassen automatisch die anderen auch viel los. Und wie viel haben wir loszulassen? Die Maria zum Beispiel, die da drauf, jetzt ist er auf unserem Zoom, die war beim Kontosweiter-Kurs in Pfaffenhofen und ist zum allerersten Mal auf einem Pferd gesessen. Maria, magst du mal was sagen, wie das für dich war? Ja, wie das für mich war. Ich habe mir überhaupt nichts vorgestellt. Ne? Das ist schon mal gut. Ja, und ich war schon so angetan, dass wir da in der Koppel waren, dass die Tiere da waren, dass die Pferde da waren. Und ich habe mich eigentlich richtig gefreut, mich einmal draufzusetzen. Ne? Und es war gut, wie die Linda da so mithilft und dass sie raufkommt. Nein, die Linda, ja? Ja, genau. Ja. Und dann war das ein Gefühl, als wäre ich eins mit dem Pferd. Das Spüren, den großen Körper da unter mir und auch dass ich eigentlich gleich da so angenommen war, dass ich drauf sein durfte. Ne? Ja, und das Pferd berühren, diese Haut oder diesen Körper. Und das war total schön. Also für mich so ein schönes Erlebnis, so ein da zu sein mit dem Pferd und da daheim zu sein, eigentlich dazu zu gehören. Ne? Ja. Und das Pferd, du nimmst wirklich, oder ich habe es so wahrgenommen, als würde ich wirklich aufpassen auf mich. Das ja. Hält mich und gibt mir einfach die Sicherheit. Das war schön, ja. Und die Maria hat sich so draufgesetzt und war so, ja, fast wie ein Orgasmus, gell? So ein schönes Gefühl. Und das beim allerersten Mal draufzusitzen. Und wie gesagt, man muss sich nicht draufsetzen, das ist nicht Pflicht. Für manche, ja. Also ich war noch nie in einem oder habe noch nie einen gegeben, wo sie die Leute nicht draufgesetzt haben oder zumindest so drauf gehängt oder irgendwie so in Kontakt gegangen.
Und es ist einfach das, das kann man an. So zurücklegen, dieses Vertrauen, das man da so spürt, ne? Dass man sich drauflegen darf auf das Tier oder nach vorne und den Hals umfassen. Und nur die ersten Schritte, da war ich dann ein bisschen, da musste ja ein bisschen mit. Aus der komfortablen Zone raussteigen. Ja. Ja, schön. Ja, danke, Maria. Und hat irgendwer Frage, wie sowas abläuft? Das ist natürlich auch jederzeit möglich. Im Prinzip gibt es auch keinen wirklichen Ablauf. Kommt nur dazu. Wir machen einfach, was auftaucht. Das ist das Leben, ja. Einfach, was taucht auf? Welches Pferd braucht was? Braucht es vielleicht ein bisschen Zuneigung? Braucht es einfach nur miteinander was aufzulösen? Und vor allem, wie viel Blödsinn lösen wir für uns auf? Entitäten waren ganz viele bei den Pferden. Genau, die Monika sagt gerade, Entitäten waren ganz viele bei den Pferden, auf den Pferden. Und auch viele Leben, die wir mit ihnen hatten. Das ist auch wichtig. Sonst müssen wir dann opfern. Und dass ein Pferd gestorben ist. Das hört man jetzt nicht, was die Monika sagt. Ja, ich wiederhole es gleich. Die Monika hat gesagt, wodurch sie ein Pferd gestorben ist, das ist dann oft auch wirklich sowas, wo wir gar nicht mehr dran denken, dass wir nicht auf ein Pferd steigen wollen, weil irgendwann einmal ein Pferd durch unseren Blödsinn gestorben ist. Und wir dann geschworen haben, nie mehr stirbt ein Pferd wegen mir. Oder auch ein Pferd geschworen hat, ich passe auf dich für ewig auf. Und dann bleibt man vielleicht für ewig zusammen und findet aber in Wahrheit gar nicht zusammen. Und das mit den Entitäten, also die, ich sehe sie nicht, aber ich nehme dann wahr, da sitzt irgendwas oben oder irgendwer oben. Da kommen und die meisten Probleme, die ganzen Blockaden auch her bei den Pferden, gell? Ja, und das sind oft auch Rückenprobleme. Mhm. Oder, und, wenn jemand oder ein Pferd zum Beispiel eine Hundentität in sich trägt, dann kann das zum Beispiel Auslöser für Koliken sein. Also es ist manchmal ein bisschen schräg, aber ein Pferd mit vielen Koliken haben wir schon gehabt, wo wir dann wirklich weggebracht haben, wenn wir die Wesenheit von dem Hund geklärt haben. Na klar, wenn der Hund in einem Pferd ist, der hätte gern Fleisch. Das Pferd sagt, was soll ich mit dem? Ich habe da aber ein bisschen einen Wirbel. Genug, Mäuschen. Aber eigentlich geht es ja auch nicht nur um die Pferde, oder? Es geht ja auch um die dummen Reiter, oder? Ja, sicher. Genau. Genau. Also was können die dummen Reiter vor allem auflösen? Also ich würde jetzt nicht, weil viele Reiter reiten ja wirklich schon lange und glauben alles zu wissen. Und wie viel kann man auflösen von dem, wo man alles wissen muss und oder beziehungsweise glaubt, alles zu wissen. Ja, oder auf eine bestimmte Art, dass man es machen muss. Und genau, zum Beispiel von links aufzusteigen. Genau. Bis woher von links aufsteigen kommt? Naja, weil auf der anderen Seite der Säbel war als Soldat. Und deswegen steigen wir, alles ist noch Krieg. Und deswegen steigen wir heute noch von links auf. Und drücken den Rücken vom Pferd immer wieder hier irgendwo hin. Ja, was ich würde jetzt automatisch von rechts aufsteigen, glaube ich. Das wäre jetzt mein erster Impuls, von rechts aufzusteigen. Wahrscheinlich hing der Säbel auf der anderen Seite. Der Kehlriemen. Für mich eigentlich nur deshalb, weil im Krieg die Soldaten dran gefasst haben und das Pferd geführt haben. Ja. Auch nichts mehr nützlich. Nichts mehr Nützliches von dem, was damals im Krieg nützlich war, natürlich. Nur ja. Immer nicht mehr im Krieg. Ah ja, eine Fliege. Genau, aber eigentlich geht es darum, auch herauszufinden, wie jeder selber am besten mit den Pferden sein kann, oder? So. Genau, es gibt auch keine Regel. Ne, wenn man nicht mehr Regeln erfinden muss, wie es sein muss. Mhm. So, meine Tochter zum Beispiel reitet
ohne Sattel, ohne Zaumzeug. Und ich bin echt selbst gestanden und gemacht, wow. Und ich glaube, sie ist selbst da. So, jetzt sagt sie, Mama, das ist ja wie Fliegen. Können wir das wieder machen? Und die Karamell hat damit auch ganz viel mehr Freude, wie mit dem ewigen Riemen und Ausbinder. Und war auch nicht schlecht gemeint damals. Die Leute haben auch gedacht, sie machen ja was Gutes. War's aber nicht. Ansichten, Glaubenssätze. Ansichten, Projektionen, Separationen, Dinge, wo die Reiter halt vielleicht glauben, dass es super ist, wo sie es natürlich auch weitermachen dürfen. Nur mal selbst zu schauen, was weißt du, obwohl du kein super ewiger Reiter bist. So wie mit den meisten Access-Werkzeugen. Und das ist ja ein Access-Kurs, der keine Voraussetzung hat, nicht einmal Bas. Sonst hätte zum Beispiel die Monika damals noch gar nicht einmal dabei sein können. Das war ihr Einsteigerkurs. Und sie war dann so, wow. Und sie kann ganz viel mit Pferden, auch vorher schon. Und wie viel Bereicherung ist das einfach einmal anzuschauen? Was passt trotzdem noch? Oder was kann man dazufügen zu dem, was jeder von uns schon macht? Das Einzige, was jetzt aufhören könnte, ist die Autos. Ja, jetzt hat sie wieder geschnauft. Ja, und das merkt man dann auch, wenn man zum Beispiel, wenn sie was loslassen, dann schnauben sie. Oder bei der Linda im Stall haben wir das auch schon ein paar Mal gehabt. Da haben wir auch schon Foundations gemacht. Und wenn jemand was sagt, wo man schon so, das könnte man loslassen, dann machen die Pferde rundherum so. Als Facilitator ist es sehr hilfreich, dann brauche ich nicht so viel nachfragen, sondern dann wissen alle rundherum schon, ah, okay, das Pferd macht schon. Ja, schaut mal da, was sie für Augen hat. Das darf ich mir mal deine Augen anschauen. Ja, schön. Und die beiden Damen teilen sich jetzt einen Stall. Und was machen wir noch im Conscious Horse, Conscious Rider Kurs? Natürlich können wir die Körperprozesse auch an uns miteinander anwenden. Wir können auch Bars austauschen und wir machen ein bisschen Theorie natürlich. Nur meistens sind wir draußen. Ja, genau. Super, mach super. Ja, jetzt hat sie gerade hinten was loslassen, ja, genau. Und kaut wieder. Und das ist ein Anzeichen, entweder dieses Schnauben, dieses Kauen. Und was wir bei der Linda auch gehabt haben, nein, eigentlich überall, dass sie die Pferde dann, wenn sie irgendwas losgelassen haben, auf einmal von 5 Pferden wälzen sie dann 4. Das ist auch ganz interessant dann. Jetzt ist es fertig. Ich habe auch Pause, weil da hat es gerade sehr viel. Und es ist natürlich, wenn man selbst Pferde hat und man kann mit denen dann wirklich arbeiten. Und wir haben auch Esse drinnen, genau. Das hätte ich fast vergessen. Energetische Synthese der strukturellen Verkörperung. Den darf ich zwar nicht lehren, aber ich darf ihn euch zeigen. Der war früher ein Bestandteil von Conscious Horse, Conscious Rider und ist jetzt einfach zum Zeigen, wie man am Pferd arbeiten kann. Und da geht man so in die Struktur. Das wäre jetzt zum Beispiel, also man geht wirklich rein und spürt einmal, wo führt es hin. Und da schnauft sie auch gleich. Und mit dem bleibt man ein bisschen. Und wenn sich das Pferd bewegt, dann sucht man diesen Spot nicht mehr. Egal, ob es jetzt fertig war oder nicht. Und das kann man auch an Menschen anwenden. Ist es ein eigener Kurs? Kann man mit Pferden oder ohne Pferde machen? Ja, aber das war Fliege. Fliege mit Lösung. Das war Fliege mit Lösung. Die hat Lösung gebracht. Und was wirklich wichtig ist an dem Kurs, ist, es geht nicht, nicht präsent zu sein.
Ne, weil sonst würde ich vielleicht irgendwo sitzen mit meinem Computer und mit euch reden. Nur das geht nicht, ohne präsent zu sein. Da muss man trotzdem, ein Pferd kann, das muss jetzt nichts mit mir oder mit dem zu tun haben, der am Pferd arbeitet, sondern manchmal hat das Pferd halt wo eine Fliege, möchte gern lieber fressen, möchte gern lieber irgendwas anderes machen. Und das ist dann einfach auch, ich kenne keinen anderen Kurs in Access, wo man, oder überhaupt, ich habe ja schon so viele Ausbildungen gemacht vor Access auch, vom Lebens- und Sozialberater über NLP-Master, über, weil ich vieles schon vergessen habe oder wieder gelöscht habe, manches noch immer gut anwendbar ist, dass man auch wirklich präsent sein muss. Da kannst du nicht sitzen und am Handy tippen. Geht nicht. Du musst mit den Pferden sein. Habe ich irgendwas vergessen? Wollte ich noch sein? Im Grund, Margarete, kommt mir ja jetzt, also irgendwie zeigt dir das Pferd, bleib bei dir und schau auf dich. Ne? Ja. Und bei mir ist ja dann das erst so mit den Knien auch noch gekommen oder das mit, also körperliche Beschwerden, das, ich habe zwar zuvor schon immer ein bisschen, Karina Beispiel nämlich, sie hat das gerade bestätigt. Nein, entschuldige, dass ich dich jetzt unterbrich. Wir haben eine Teilnehmerin im Foundation gehabt jetzt vor kurzem. Da haben wir einfach auch einen Vormittag mit den Pferden gemacht und sind raufgefahren. Und eine Dame war, die hat sie 0, nichts draufgesetzt und die hat seit 1999, da hatte sie einen Verkehrsunfall und hat mir die ganze Zeit vorerzählt von diesem Weh und das und der Rücken und setzt sich drauf auf die Karamell und die war heute bei mir zum Basaustausch und sagt, Margarete, es ist unglaublich, ich habe seitdem keine Kreuzschmerzen mehr. Also auch das kann sein. Und bei dir ist das bei mir kommt es noch raus erst. Genau. Und bei dir kommt es raus, auf dich zu schauen. Ich muss mehr um mich kümmern. Ja. Also in jede Richtung ist möglich. Also Pferde sind einfach, ich würde mal sagen, gescheiter als wir. Und sie wollte auch weg von dem Stall, wo sie war. Und meine Tochter hat mir das dann immer in Worten gesagt, was sie möchte. Ja. Ja? Genau so was. Okay, wir sollen weitermachen. Ja, weitermachen. Sie gibt den Popo her. Bitte weitermachen. Und nicht, dass ich jetzt den Stall von vorher schlecht machen möchte. Überhaupt nicht. Sondern das war das Beste, was wir bis dorthin gefunden haben und einfach gefragt haben, was ist sonst noch möglich? Und dann haben wir als Teilnehmerin die Monika in einem Conscious Horse und Conscious Rider Kurs. So ein Pech. Also und überhaupt, wie ich zu diesem Conscious Horse, Conscious Rider Facilitator gekommen bin, war ja sowieso lustig. Ich habe immer gedacht, ich bin x-mal vom Pferd gefallen, habe mir das Schambein gebrochen, habe mir die Hand gebrochen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich kann nichts mit Pferden, ich lasse das jetzt. Und dann war ich in einem Kurs, aber so, wie gescheit war mein Körper, der gesagt hat, so möchte ich es nicht weiter lernen. Sondern viel besser ist, wir lassen es jetzt inzwischen und machen dann weiter, wenn es wirklich beitragend ist, so wie es jetzt ist. Und dann hätte ich einen Entitätenkurs geben sollen, und der ist nicht zustande gekommen und nicht zustande gekommen. Also so helfen auch Entitäten, also Wesenheiten mit, dich auf deinen Weg, in dem Fall mich auf meinen Weg zu bringen. Und dann macht, okay, dann gehe ich halt diesen Pferdekurs, der gleich in der Nähe von mir war. Und das war die einzige Voraussetzung zum Conscious Horse, Conscious Rider Facilitator letztes Jahr. Und dann macht, okay, schon viel Geld. Und in 0, nichts war das Geld kreiert. Und so, und dann bin ich dort gesessen und dachte, schon cool. Dann ist die Karamelle noch dazugekommen. Dann war die Rosmarie war einmal bei der Linda im Reitstall. Und dort ist ein Pferd neben mir so gestanden. Das hat die ganze Zeit nur so gemacht. So, aber wirklich lang, gell, Rosmarie.
Die Rosmund hat immer gesagt, schau, schau. Und ich mache die Augen so auf und das Pferd so über mir. So, irgendwie, mach was. Wir rufen dich eh schon. Und auch die Julia, die jetzt gerade nicht dabei ist, bei der wir in Niederösterreich dann noch einen Kurs haben, die hat gesagt, Margarete, mein Pferd ruft schon immer nach dir. Kannst du mal kommen? Und die macht, nach mir? Echt? Und da haben wir dann ein Pferd, ist dann ja, ganz viel, da könnt ihr euch ewig erzählen. Am besten ist es wirklich selbst zu erfahren, dabei zu sein. Und ich weiß ja, einige von euch waren schon dabei, einige sind angemeldet. Also, was möchtet ihr noch wissen? Magst du noch was erzählen, Karamek? Oh. Genau. Also ich kann auch nur sagen, die Male jetzt mit den Pferden, ne, egal ob es jetzt bei dir war es ja dann das erste Mal, wo ich auch dabei war mit den Pferden. Und mich hat es ja schon als Kind eigentlich zu den Pferden gezogen. Ich habe nur dann wählen müssen zwischen Menschen und Pferden und habe dann die Menschen gewählt in dem Moment, weil ich ja so unbedingt dazugehören wollte. Genau. Und aber jetzt einfach dieses immer wieder das Zusammentreffen mit den Pferden, also es hat mich jetzt mehrmals dahin gezogen auch und es ist einfach wirklich immer wieder was ganz, ganz Besonderes. Und auch jetzt, also ich glaube, nächstes Wochenende hast du jetzt erstmal den Kurs bei Linda nochmal, oder? Genau. In Pfaffenhofen, das ist ja auch mit ihren wunderbaren Araberpferden. Ja. Und das Wochenende drauf sind wir ja dann in Malente, hier bei Hamburg. Genau. Und da waren wir jetzt auch, schade, dass Patricia jetzt gerade nicht da ist, aber ich glaube, Andrea doch, ist Patricia da. Patricia ist da. Ach, vorhin habe ich sie nicht gesehen. Ich bin nicht unsichtbar. Ich bin zwar im Renovierlook, aber ich bin da. Ja, gut, cool. Weil das war mit Andrea und Patricia, haben wir uns ja da getroffen und mit den Pferden, die so gerne beitragen möchten. Und es war wirklich so, wow, was möchte sich hier alles entfalten, was will hier alles entstehen? Es ist gar nicht nur wirklich dieses Loslassen. Es ist gar nicht so sehr nur dieses Loslassen, sondern da möchte irgendwas auch entstehen. So eine Energie war da. Und je länger wir da gewesen sind, umso intensiver wurde das. Und die Pferde, die haben so deutlich zugestimmt, ne, und gesagt, hier, wir machen hier einen Kurs. Ja, und wir sind wichtig, da. Die Pferde natürlich zu fragen. Und wir haben jetzt einer von den Körperprozessen, den wir haben, ist das Körperstellvertreterprogramm, weil ja viele Pferde einfach für ihre Besitzer ganz viel übernehmen. Und das ist ein Das ist eine mega, mega Geschichte. Ja. Gary und Judy haben einen Pferd, diesen IMM, den wir ja im Foundation haben gemacht. Und daraufhin sagt Gary, Susi, läuft da wirklich BMM? Und dann sagt sie, der BMM läuft am Besitzer. Und daraufhin haben sie das manuell verändert und haben das Körperstellvertreterprogramm hineingenommen. Annette schreibt, ich möchte gern wieder ausreiten, aber irgendwie klappt es nicht mit meinem Pferd. Ich hoffe, dass ich nach diesem Kurs zum Strand reiten kann. Das wäre mein Wunsch. Mhm. Was kannst du deinem Pferd alles mitbringen, Annette? Dass du bis jetzt noch gar nicht einmal erahnen kannst und vor allem, was wird sich in deinem Körper verändern mit diesen Körperprozessen? Und wir haben auch diese Schichtungen, das ist jetzt ganz was Neues, und diese Bewertungen, Agendas und Lügen, die wir uns erzählen, die ja gar nicht unsere sind. Und wie viele Schichten mit diesen Körperprozessen können wir in unseren Körpern und den Körpern der Tiere auflösen? Und wir werden ja auch Raum haben, auch diese Körperprozesse an uns anzuwenden, wenn ihr möchtet. Und sonst verändert, oder genau, bei der Linda war das auch, verändert sowieso so viel in der Wahrnehmung, wie man Körperprozesse überhaupt gibt. Weil wir fragen ja die Körper, die liegen, und nicht die Wesen, welchen Körperprozess, wenn man mehrere kann.
Und dann legen wir unsere Hände drauf und machen das, das und das. Und gerade dort war es so, die Karamell macht das natürlich auch, aber jetzt nicht, weil die Monika ja auch schon viel gemacht hat. Und dort war jemand dabei und die hat gesagt, und das Pferd ist immer weitergegangen. Und sie ist immer mitgegangen. Und ich habe gesagt, bleib du mal stehen. Und dort, wo das Pferd stehen bleibt. Und genau dort legt die Hände wieder drauf. So schaut es jetzt für mich gerade aus. Mhm. Und die hat gesagt, wow, die zeigt mir ganz genau, wo sie die Hände haben möchte. Wie geil ist denn das? Also das ist das Annette, was man dann wirklich an, wir arbeiten mit der Zone des Pferdes und vor allem die Körperprozesse sind für alle Tiere anwendbar und für alle Menschen. Also nicht nur für Pferde, sondern auch Hunde, Katzen, Mäuse, was ihr auch immer für Tiere habt. Ja, und die Erde trägt auch und die Erde bei. Ah, da haben wir jetzt was gehabt, was ganz was Geiles im 3 Tage sprich mit den Wesenheiten Advanced und 3 Tage sprich mit den Wesenheiten Facilitator in Paris. Und ganz viel ist, wo die Erde noch Schichtungen hat, wo die Kirchen drauf aufgebaut wurden, um die Energien in der Erde zu halten und nicht für uns zur Verfügung zu stellen. Das ist das, und da haben wir ganz viel geklärt. Und Shannon hat dann gesagt, wie alle haben so eine Jammerei gehabt, wie Notre Dame abgebrannt ist. Wie viel hat die Erde gesagt, ich befreie mich jetzt von all dem? Ja, ich fand es auch befreiend. Ja, nur so wie wir dicken nicht alle. Die meisten sagen, oh mein Gott, die schöne Notre Dame. Nein, die Erde sagt, bitte, bitte, lasst mir euch schenken. Ja, genau. Ja. Irgendjemand hat gesagt, irgendwo, das war glaube ich dann eher Comedy oder so, und die haben gesagt, Notre Dame wird jetzt als Moschee wieder aufgebaut. Und ich hab da überhaupt keine Ansicht dazu gehabt. Ich, ne, habe gesagt, ja, warum nicht? Wir bauen da halt eine Moschee da drauf. Mir ist das doch wurscht. Ehrlich. Und da ist aber ganz viel, da ist auch, ja, also Pott und Pock das alles. Ja. Pott und Pock das alles. Also es verändern sich auf alle Fälle nicht nur die Pferde, sondern auch ihr, die Stelle, das Ganze drumherum, auch wie man mit anderen Menschen funktionieren, ist nicht das Wort, das ich jetzt brauchen möchte oder gebrauchen möchte, sondern wie man empfängt und schenkt. Mhm. Wo wir bei den Bars ja schon beginnen mit Schenken und Empfangen, weil wie viele von euch haben, was nicht Voraussetzung für den Kurs ist, aber wie viele von euch haben jemals, also ich hätte mir früher niemals erlaubt, ich bin halt glaube ich 6 Stunden auf der Liege gelegen. Nur schenken und empfangen. Mhm. Früher hätte ich gesagt, das geht nicht. Man muss ja was tun. Man muss ja was tun. Also dieses Schenken und Empfangen, das habe ich in Malente ganz extrem wahrgenommen. Also, dass auch dort dieser Ort mit den Pferden gemeinsam genau diesen Austausch total präsent hat, also präsent macht, ja. Wenn du dir gewahr bist zu empfangen, dann kannst du da ganz viel mitnehmen für dich. Ja. So habe ich das auf jeden Fall. Ich gehe, wenn ich da hingehe, bin ich ein komplett anderer Mensch. Ja. Wenn ich mich dort aufhalte. Allein das in der Natur zu sein. Und wenn man nur dort sitzt und den Pferden zusieht, ja, ist das oft schon, gell? Mhm. Einfach genial. Mhm. Ich bin nirgends so präsent, wie wenn ich einfach im Stall ausmiste oder mit meinen Pferden bin. Ja. Erstens einmal ist es gescheit, wenn du präsent bist, weil die könnten auch mal springen, einfach nur, weil sie eine Mücke sticht. Aber so im Jetzt und also und ja, beim Hier und Jetzt zu sein. Ja? Ohne Gedanken, einfach nur sein. Ja. Und das Schöne ist ja auch noch, also in Malente jetzt, ich weiß nicht, wie es bei Linda ist, in Malente ist noch eine weitere Koppel, sodass man sogar auch sein Pferd mitbringen könnte. Und ah ja, genau. Pferd mit, die eigenen Pferde mit am Kurs direkt teilnehmen könnten. Genau, das geht nicht überall, da muss man vorher anfragen, aber in Malente wird das möglich sein. Bei der Linda geht es nicht.
da sind alle Koppeln, also alle Boxen und Koppeln besetzt. Es ist halt eine Riesenmöglichkeit, mit deinem eigenen Pferd zu arbeiten, ne? Wobei das eigene Pferd auch mitarbeitet, selbst sie hat auch mitgearbeitet, auch wenn sie nicht dabei war. Ja. Ja, okay. Ja, das, ich meine, da kann man ja auch wirklich in die Frage gehen, ne? Was kreiert mehr? Und ich denke, man muss wahrscheinlich auch gucken, wenn mehrere das sind, wie man dann die Pferde, ob die dann miteinander kombinierbar sind auf so einer Koppel über 2 Tage. Eben. Aber grundsätzlich besteht die Möglichkeit und das finde ich halt auch wunderbar. Ja, absolut. Gut, aber dafür sind sie ja abgesteckt, ne? Die sind ja nicht zusammen auf der Weide, sondern die haben ja ihre Extra-Koppel und trotzdem wird die Energie sich verändern, wenn fremde Pferde dazukommen. Das ist schon so. Auch für die, die da sind, klar. Ja. 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 Mir fällt jetzt gerade nichts wirklich Wichtiges ein und ich möchte nicht zu lang machen, damit sich die Leute anschauen. Außer ihr hättet noch irgendwelche Fragen. Und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr zum Kurs kommt, auch vorher schon irgendwas mir schreiben oder was auch immer. Ich bin nicht der, der nach 5 Minuten sagt, jetzt kostet's. Hat Karamell noch was zu sagen? Also, liebe Leute, bewegt euren Arsch. Und die Zeit war die Karamell, dass sie einen Soundsong hat. Okay, weil es ist nicht nur dieses bewegt euren Arsch, weil die Kurse, die wir machen, die sind einfach für uns alle. Ja. Und das kreiert so viel mehr für alle. Ne? Und wenn man wirklich wählt, was man wählt und aus den Ansichten so ein bisschen rausgeht vielleicht auch und dann mal guckt, was man wählen möchte. Und ob es ein Beitrag ist, dann ist so diese Möglichkeit, dass wirklich so viel mehr für uns alle entstehen kann. Und das mit den Pferden, das sind so, da kriege ich immer Gänsehaut, weil das einfach solche Möglichkeiten hat. Ja. Monika sagt das immer, wenn irgendwas passt. Ah, Gänsehaut. Ja, ich immer. Sollen wir noch die Geschichte kurz erzählen, wie Adoptivo das alles angezogen hat? Ja. Ja. Also, was mir so bewusst geworden ist, eben auch durch den Kurs, ist, dass Pferde genauso kreieren. Und zwar viel authentischer als wir Menschen. weil mein Schimmel, den ihr vorher gesehen habt, der hat sich vor 1,5 Jahren mich ausgesucht. Und hat mich auch zum Kurs geschickt. Weil ich habe dort die Julia Fröschel getroffen und am ersten Tag beim Mittagessen sind wir drauf gekommen, dass sie den Adoptivo schon sehr, sehr, sehr lange kennt, seine Geschichte und ich habe schon wieder Gänsehaut und ihm damals gesagt habe, er soll bitte wählen, er soll sich bitte ein neues Zuhause anziehen und das hat er auch gemacht. Ja. Und das war so unglaublich, einfach diese Erkenntnis und das, was die Julia mir geschenkt hat dort. Und ich war nur gerührt zu Tränen. Wirklich, das war so schön. Und soweit ich weiß, hat die Julia da ja Karamell auch gesagt, sie soll sich einen neuen Stall suchen. Genau. Also, wenn Pferde nicht mitwirken können, ohne dass sie reden und mit uns telepathisch kommunizieren, was dann? Wenn wir das anerkennen und das empfangen können, was sie uns sagen. Aber für mich war das Umziehen auch nicht nur bequem. Ich kann mich erinnern am Kurs. Und das ist das, in das Unbequeme auch einsteigen zu können. Ne? Wie wird es möglich, zum Beispiel, so wie Annette sagt, dass ich mit meinem Pferd wieder mal zum Strand reiten kann. Ja, was können wir da tun? Was können wir verändern mit dem Pferd, an dir, an uns? Vielleicht auch nur durch den Ort dort. Und vor allem, wir werden ganz sicher einige Wesenheiten und Entitäten klären. Das hat Shannon jetzt auch im Entitäten-Facilitator gesagt, also einen bewussten Reiter, bewusstes Pferdkurs zu geben, ohne Entitäten klären zu können oder mit ihnen zu kommunizieren. Oder sie können tun wir es alle, halt ein bisschen Erfahrung zu haben, ist mir so vielleicht. Es wird nicht funktionieren.
Tierarten. Vielleicht sagst du noch einmal ganz, ganz konkret die Daten von den nächsten. Das ist eine super Frage. Das habe ich gewusst, dass du jetzt kommt. Also, wie sollten wir das aufschreiben? Also nächstes Wochenende im Pfaffenhofen bei der Linda in der Nähe von München. Und dann in Malente. Übernächstes Wochenende. Dann am 17. und 18. August. Sie kaut. Endlich tut sie wieder. Und gähnt. Und gähnt und kaut. 17. und 18. August in bei der Julia Fröschl in Niederösterreich. Dann das letzte, 24. und 25. ist in Stur bei der Tatjana und der Vicky. Und im Oktober Claudia Russ in Kärnten. Und einer ist in Planung in der Schweiz und einer in Russland. Russland wird wahrscheinlich nicht kommen, schätze ich. Ja, das hat sich alles so cool ergeben. Mhm. Und es macht mir einfach riesen Spaß mit den Tieren und den Pferden und mit euch auch. Entschuldigung. Und im Freien, also ich bin einfach, ich habe einfach gefragt, für mich persönlich auch, wie kann ich Kurse geben, nicht nur in Städten. Das war es auch so. Und das ist echt toll, auch im Freien und am Land und so zu sein. Das soll ich nicht machen. Noch irgendwelche Fragen? Ja. Michael? Nein, Fragen habe ich nicht mehr. Ich freue mich einfach nur, dass du dann Ende August dann da bist. Ja, ich freue mich auch. Riesig. Ja, ich mich auch riesig. Also ich freue mich auf jeden Kurs. Die Pferdekurse sind halt gerade momentan mein Lieblingskurs. Ja. Gut, dann sage ich herzlichen Dank fürs Dabeisein und wie ich zu Hause bin, stelle ihn dann auf YouTube und schicke den Link dann einfach aus. Das ist super. Ja. Weil Sonja kann heute Abend nicht dabei sein, die ist selber unterwegs und ja. Sie wird dann morgen rüberkommen zu mir und dann können wir das dann nochmal zusammen schauen. Ja, ich stelle jetzt in die Gruppen, die wir haben von den Organisatoren, also den Hosts, stehe ich sowieso rein. Und dann kann man es ja so erteilen unter unsere Veranstaltungen. Genau. Dann sage ich wunderschönen Abend und danke. Und ich freue mich auf alle Kurse natürlich, nicht nur auf die Pferdekurse. Danke, Margarete. Danke, danke, danke. Danke euch. Danke, Margarete. Danke, Vicky. Danke, Petra, Linda, Andrea, Heidi, Patricia, bei iPhone, was ist schon, das ist Patricia, Günther, Maria, danke. Rosmarie, Margarete, Michael. Und alle, die nachhören, natürlich auch. Und alle, die nicht dabei sein konnten. Schönen Abend euch alle. Euch auch. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Bye, bye. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.